Frau Präsidentin, die Europäische Union steht heute vor vielen Aufgaben. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Inflation und auch ein Vertrauensverlust in vielen Fällen. Sie sind jetzt seit 6 Monaten im Amt. Welchen Eindruck haben Sie von diesen besonderen Zeiten? Das war in der Tat ein sehr intensiver Zeitraum, sehr schwierige 6 Monate, vor allem gekennzeichnet vom Krieg. Wer hätte das Anfang des Jahres glauben wollen, dass am 24. Februar Russland brutal, einseitig ein europäisches Land überfallen würde? Das hat uns dazu veranlasst, ganz effektiv und geschlossen als Europäische Union uns dagegen zu stellen. Mit klarer Unterstützung durch dieses Europäische Parlament, das zu führen, ich die Ehre habe. Wir müssen jetzt aber auch gemeinsame Aufgaben angehen, Energie, Inflation, die gesamte Wirtschaft. Ja, einige Punkte können wir später noch aufgreifen. Kommen wir zum europäischen Rhythmus. Alle halbe Jahre übernimmt ein neuer Mitgliedstaat die Präsidentschaft. Gerade waren die Franzosen dran. Was war der größte Erfolg dieser französischen Präsidentschaft? Ja, die französische Präsidentschaft hat sehr effektiv viele Klippen bei den Sanktionspaketen gegen Russland umschifft. Das war nicht immer einfach. Alle Länder mussten sich zusammenraufen. Und die französische Präsidentschaft hat zusammen mit den Institutionen diese Aufgabe gut gelöst. Aber es gab dann auch noch die Pakete, die angepackt werden mussten, Digitalisierung, digitale Märkte und so weiter. Das haben wir in Straßburg gerade gemacht. Und dann noch die Klimagesetzgebung. Das Europäische Parlament und der Rat, wo also die Regierungen und die Minister zusammenkommen und sagen, ja, wir müssen energische Maßnahmen ergreifen, schneller werden bei den Erneuerbaren und dafür sorgen, dass wir die Klimabedürfnisse abdecken, aber auch gleichzeitig daran denken, unsere Energiequellen zu diversifizieren. Das sind die wichtigsten rechtlichen Vorhaben und politischen Aufgaben. Da waren wir doch eigentlich in der französischen Präsidentschaft recht erfolgreich. Ja, das war eine Art Dreifachpräsidentschaft. Jetzt ist das Ganze übergegangen in die tschechische Präsidentschaft. Was steht da auf der Spitze der Tagesordnung? Ich bin da ganz optimistisch. Die Fraktionsvorsitzenden des Parlaments sind bereits in Prag gewesen, haben über die Prioritäten gesprochen, vor allem Resilienz, Widerstandsfähigkeit also. Ein weiterer Versuch, schwierige Klippen zu umschiffen bei den Sanktionen, bei weiteren Maßnahmen im Krieg gegen die Ukraine. Energiefragen, die Taxonomie, das haben wir schon in den ersten Tagen der tschechischen Präsidentschaft besprechen müssen. Aber dieses Parlament ist wirklich entschieden europäisch gesonnen und wird mit allen Instrumenten arbeiten und eine starke Führung in der Union sicherstellen, die in den nächsten 6 Monaten nötig sein wird. Es gibt dann noch weitere Probleme, meinetwegen die Erweiterung der Europäischen Union als sensible Frage. Das war eigentlich immer so. Vor einigen Tagen hat die EU der Ukraine den Kandidatenstatus angeboten. Wie lange dauert der Weg noch? Erweiterungsprozesse sind nie einfach. Mein Land ist zusammen mit 9 anderen Staaten vor fast 20 Jahren, 2004, der EU beigetreten. Das war ein langer, harter, frustrierender, aber nötiger Prozess. Spekulation über den nötigen Zeitaufwand jetzt, das geht an der historischen Bedeutung dieses Schrittes, die Ukraine aufnehmen zu wollen, vorbei in Zeiten des Krieges. Wir haben hier eine Einstimmigkeit erlebt, wie bei wenigen Fragen in diesem Parlament, und darauf bin ich stolz. Denn politisch gesehen musste die Europäische Union diesen Schritt einfach tun. Wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass die Vorbeitrittsphase mit der Möglichkeit, dass die Ukraine und die Republik Moldau jetzt Zugang erhalten zu Programmen, zu Finanzen, zu mehr Integration im Energiebereich, im digitalen Bereich und so weiter, das ist nötig in diesem unnötigen Krieg, den die Ukraine führen muss. Und was ist mit dem Westbalkan? Welche Perspektiven bieten sich diesen Staaten nach dem Brüsseler Gipfel, als die politischen Führer da ziemlich
hart behandelt wurden. Ja, ich war bei diesem Gipfel dabei und ich kann diese Einstufung teilen. Ich denke auch an die Hilferufe, die die Führer des Westbalkans an die Europäische Union gerichtet hatten. Entweder ist das auf taube Ohren gefallen oder man hat ihnen Gründe genannt, die nicht notwendigerweise das waren, was man fachlich, rechtlich hätte vorbringen sollte. Meinetwegen hat dann der Führer des Kosovo gefragt, also eine Frau, die Führerin des Kosovo, ich hatte gefragt, weshalb sie als Einzige ein Visum brauche, um anreisen zu können. Diskussionen über Mazedonien und so weiter kamen hinzu. Da sind auch Regierungen gefallen, gestürzt worden wegen der EU-Perspektive. Weshalb sollte man hier die Tür auch schließen? Dann das Thema Energie, Lebensmittel, die Preisentwicklung. Wir erleben das alle. Dienstleistungen werden immer teurer. Die Menschen erwarten von Europa Lösungen. Was kann das Europäische Parlament anbieten? Auch das Parlament hat vom ersten Tag an deutlich gemacht, dass die Auswirkungen dieser wichtigen politischen Entscheidungen, die Folgen des Krieges, aufgefangen werden müssen, für die Bürger abgemildert werden müssen. Unsere Bürger unterstützen uns in geradezu erstaunlicher Weise, tragen die getroffenen Entscheidungen mit, auch wenn dies ihr Leben deutlich beeinflusst. Man muss natürlich erklären, weshalb bestimmte Entscheidungen getroffen werden mussten, um die Familien, die Gesundheit der Familien usw. zu schützen. Jetzt kommt ein schwieriger Prozess auf uns zu. Die Inflationsrate steigt. Wir warten auf die Entscheidungen, die die Europäische Zentralbank treffen soll. Da soll einiges umgestellt werden. Wir warten auch auf Entscheidungen der Europäischen Kommission zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Die Staaten wollen Flexibilität, die einen jedenfalls, andere wollen mehr Interventionen haben, aber alle sind sich über eine Aussage einig. Wir müssen unsere Bürger schützen. Immer mehr Menschen fallen unter die Arbeitsgrenze, mit jedem Tag mehr. Und wir müssen dafür sorgen, dass die grundlegenden Dienstleistungen bezahlbar bleiben. Dafür sind wir verantwortlich und das Europäische Parlament steht hier an der Spitze. Ja, dabei geht es dann natürlich auch um die Energiefrage, die Energiesicherheit. Das ist wichtig für alle von uns. Die nächsten Monate werden Entscheidungen bringen. Was wäre denn Ihre Lösung? Ja, ich glaube, wir haben hier allzu lange eine zu große Abhängigkeit gezeigt. Wir waren nicht unabhängig genug. Wir haben uns auf Feinde, nicht auf Freunde verlassen bei den Energieressourcen. Kurzfristige Maßnahmen, jetzt Energie in Drittstaaten zuzukaufen, das hilft natürlich, wenn es gelingt, gerade bei Staaten, die zu 100% auf Russland angewiesen sind. Schnellere Investitionen in erneuerbare Energien. Die Frage, wie lange wir noch alte Kohlekraftwerke beibehalten können, wie unsere Wirtschaft überleben soll angesichts unmöglich hoher Preise. Wir müssen das alles herausfinden als Teil unserer Lösung für den neuen Energiemix. Ob man nun von staatlichen Interventionen spricht oder gemeinsamen Einkauf, alles muss bedacht werden für die Flexibilität der Wirtschaft und der Bürger, die die Rechnung bezahlen müssen. Ja, dann noch meine letzte Frage, Frau Präsidentin. Sie treten für Werte ein. Wie sehen Sie die Zukunft? Wofür soll Europa eintreten? Ich habe Europa immer als Bastion der Demokratie gesehen, der Hoffnung und des Friedens. Immer wenn diese Rechte in Frage gestellt werden, dann ist das Europäische Parlament die Vertreter und Mitglieder aller Staaten aufgerufen, für die Bürger zu kämpfen. Das sind Grundforderungen, die wir allzu lange als selbstverständlich angesehen haben. Heute sind diese Werte bedroht und die müssen wir verteidigen. Ja, vielen Dank.